Salzburger Land, Werfen, 9 Uhr morgens, traumhaftes Wetter, Fußball-EM der Gastronomie. Die Stars der Europameisterschaft sind in der Anfahrt. Die österreichischen Helden der Kulinarik möchten nach 2010 erneut den Fußball-EM-Titel in die Heimat von Wiener Schnitzel, Salzburger Nockerl, Radler und Sachertorte bringen. Im Salzburger Dachorn von den Obauers, Fuikos, Brücklers, Werlbergers und Co. heißen die Gegner Deutschland, Schweiz und Italien. Die Stimmung ist genial, die Laune könnte bei dem Wetter nicht besser sein. Also wenn man sich da rundum schaut, nicht oben die weißen Gipfel und unten der grüne Rasen, ein Wetter, wie es nicht schöner sein könnte, nicht? Also Salzburg präsentiert sich von seiner schönsten Seite. Natürlich darf bei so einem Event-Highlight auch die Prominenz nicht fehlen. Viele wissen, dass ich aus Graz komme und dass ich diese Gegend sehr oft durchfahre. Und jedes Mal denke ich mir, wenn ich da so Werfen, Burg Werfen durchfahre, da denke ich mir schon, also wir haben es schon wirklich sehr, sehr schön in Salzburg. Und ja, da sollte man schützen und gut drauf aufpassen. Neben Titel und Prestige geht es auch um diese Trophäe. Zeit zum Landschaftsgenießen hatten die Stars der Gastronomie aber keine. In den Vorrundenspielen zeigte vor allem Italien seine große Klasse. Die Europameister von 2011 siegten im Klassiker gegen Deutschland gleich zu Beginn mit 3:1. Deutschland wiederum bezwang die Eidgenossen nach hartem Kampf, aber verdient mit 1:0. Rot-Weiß-Rot will natürlich auf heimischem Boden auch richtig aufzeigen. Die Heimmannschaft von Österreich zerlegte aufgrund eines Triple-Bugs von Rudi Obauer Junior die Schweiz mit 4:1. Apropos Obauer, der 24-jährige Salzburger war es auch, der Österreich im Fußball 2010 in Reit bei Kitzbühel erstmals zum Europameistertitel schoss. Natürlich, es ist immer schön, wenn man das entscheidende Tor schießt, das was dann zum großen Erfolg führt. Aber da können wir uns heute nichts mehr kaufen davon. Heute müssen wir uns wieder neu orientieren, wir müssen wieder als Mannschaft auftreten und dann das Ding wieder nach Österreich holen. Österreich hat vor 4 Jahren Sporthistorie geschrieben. Dementsprechend groß war die Freude und der Jubel bei den neuen österreichischen Sporthelden. Riesenjubelszenen damals bei den Österreichern. Ärger, Wut, Fassungslosigkeit bei der unterlegenen Fußballgroßmacht Italien, die nach der finalen Niederlage richtig sauer war auf UEFA-Schiedsrichter Conny Blautz. Die Erinnerungen sind nur da. Keine guten Erinnerungen. Aber ich bin mir nach wie vor keine Schuld bewusst gewesen bei diesem Spiel. Und die Italiener, ja, ich verstehe den Fanatismus für alle Mannschaften. Da will natürlich jeder Europameister werden. Aber ich hoffe, dass es heute vergessen ist und dass wir wieder von neuem beginnen können und dass wir nicht wieder Tumult haben. 2014 schaut die Welt für Italien auf österreichischem Boden wieder besser aus. Dolce Vita im Salzburger Land für die Squadra Azzurra. Die Österreicher verloren mit 2:0 gegen Italien. Somit sind die Mannen von Trainer Giorgio Veneziani schon für das Finale qualifiziert. Österreich oder Deutschland heißt der Finalgegner. Rot-Weiß-Rot würde schon ein Unentschieden genügen. Deutschland muss gewinnen. Das Match wird von beiden Teams extrem hart geführt, fast schon an der Grenze zum Erlauben. Schlussendlich verliert Österreich mit 2:0 und damit heißt das EM-Finale Italien versus Deutschland. Vor dem Finale blicken wir allerdings noch hinter die Kulissen der EM. Stichwort Kulinarik. Grüß euch, ich bin Alexander Buchinger, ich bin der Küchenchef und wir stehen in meiner Küche, in der wir heute kochen für die Fuß-EM. Heute die Bongauer Fleischkropfen zu. Heute steht unsere Küche in internationale und regionale Gerichte. Wir haben draußen einen Smoker aufgebaut, wo wir einen englischen Dry-Age das Ganze machen. Da machen wir geschmorte Schützerscherzel, einen konfierten Waller mit einem Schweinebauch. Natürlich haben wir auch verschiedene Kunst.
So in der Küche passt jetzt, da geht's rund und jetzt schauen wir aus, wie es der Smoker macht. Also da haben wir einen Guido und der Guido hat mir einen Smoker zur Verfügung gestellt und da schauen wir jetzt rein, was das Fleisch schon macht. Wow, das schaut gut aus, das wird heute ein gutes Essen. Neuauflage des EM-Finalspiels vom vergangenen Jahr, Deutschland gegen Italien. Kleine Randnotiz, Italien verschoss 2013 im Elferschießen alle 5 Elfmeter, Deutschland somit der Titelverteidiger. In der ersten Hälfte war es noch ein Spiel auf gleichem Niveau, jedoch keine Tore, Halbzeitstand 0:0. Und gleich nach dem Anpfiff zur zweiten Hälfte gelingt Torschützenkönig Daniele Sazzeri für die Italiener der entscheidende Treffer zum EM-Titel. Italien ist damit nach 2012 wieder Europameister der Gastronomie.